Wir wollen uns denn jetzt über die Kennlinien des Leistungs-MOSFETs unterhalten. Die haben jetzt zwar deutlich weniger Bedeutung in der Anwendung der Leistungselektronik als bei Signal-MOSFETs, trotzdem werden sie natürlich ähnlich sein und wir können uns daraus ein paar Parameter ableiten und danach wollen wir dann ein paar statische Eigenschaften des MOSFETs bzw. das statische Modell betrachten und noch die Safe Operating Area. Zunächst mal gucken wir uns an das Ausgangskennlinienfeld, das heißt hier der Zusammenhang zwischen dem Drainstrom in Abhängigkeit von der Drain-Source-Spannung an dem MOSFET. Das heißt, wenn wir jetzt hier so unseren N-Kanal-MOSFET wieder betrachten, schauen wir uns an, wie hängt hier die Spannung UDS ab von dem Strom ID. Und dann werden wir jetzt hier beim Leistungs-MOSFET das bekannte Kennlinienverhalten natürlich haben wie beim Signal-MOSFET. Das heißt, zunächst für sehr kleine Spannungen UGS, die kleiner sind als die Schwellspannung, werden wir hier diese Kennlinie haben, wo kein Strom ID fließt oder Strom ID 0 ist. Sobald wir mit UGS größer werden als die Schwellspannung, werden wir hier so dieses typische Kennlinienfeld kriegen, den unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Das heißt, dass in Abhängigkeit von UGS der Strom hier begrenzt wird. Das heißt, hier als Parameter zunehmender Wert von UGS wird dafür sorgen, dass größere Ströme prinzipiell durch den MOSFET fließen können. Und jetzt müssen wir aber Folgendes beachten. Tatsächlich werden wir jetzt hier beim Leistungs-MOSFET noch einen anderen Kennlinienbereich haben. Das heißt, nicht nur hier im ersten Quadranten, sondern auf der einen Seite werden wir, wenn der MOSFET angesteuert ist, wie bereits erwähnt, auch einen Stromfluss in negative Richtung kriegen können. Das heißt, ID kann negativ werden. Ich werde also hier auch den, in Anführungszeichen, ohmschen Bereich haben. Andererseits haben wir aber auch diese Inversdiode, die wir kennengelernt haben. Das heißt, hier tatsächlich, der MOSFET wird in Rückwärtsrichtung diese Diodenkennlinie haben. Das ist oftmals nicht direkt so im Datenblatt drin, meistens ist nur der erste Quadrant dargestellt, deswegen hier an der Stelle als Erwähnung einerseits dieser ohmsche Betrieb auch für negative Drainströme und andererseits, dass wir hier die Diodenkennlinie haben, natürlich wieder mit irgendeiner Schwellspannung, hier UT0 in dieser Richtung von der Diode 0,7, 0,8 Volt, wo der MOSFET dann wo seine Inversdiode leitet. Jetzt die Frage, okay, welche Betriebsbereiche interessieren uns in der Leistungselektronik? In der Leistungselektronik werden wir den MOSFET als Schalter betreiben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich habe hier beispielsweise einen Lastwiderstand an einer Versorgungsspannung angeschlossen, hier eine Versorgungsspannung UB, interessieren eigentlich im Wesentlichen die Zustände ein und aus. Das heißt, hier vorne die Spannung UGS geht auf einen High-Pegel und auf einen Low-Pegel. Und je nachdem werde ich entweder im Auszustand sein, wenn wir einen Low-Pegel haben, oder wenn wir einen High-Pegel haben, im Einzustand. Das heißt, was uns tatsächlich interessiert ist, wenn wir jetzt die Arbeitsgerade einzeichnen an dieser Stelle, die bestimmt wird durch den Quellen-Zweipol, wie wir das aus der Elektronikvorlesung kennen, durch die beiden Werte, einerseits die Leerlaufspannung UB, andererseits den Innenwiderstand dieser Quelle und damit den Kurzschlussstrom, den wir hier kriegen, UB durch Erlass, dann interessieren uns eigentlich die Arbeitspunkte hier der Einpunkt. Das heißt, ich habe hier irgendwo eine Spannung, nehmen wir die U1, hier einen Strom I1. Hier arbeitet dann der Leistungs-MOSFET als Schalter ein. Hier ist der Zustand ein. Und tatsächlich würde jetzt hier an der Stelle, würden wir den Wert dieses Widerstands RDS on definieren. Und zwar, indem wir hier die Ursprungsgerade in diesem Kennlinienfeld nehmen und die Steigung dieser Ursprungsgerade betrachten. Der Kehrwert dieser Steigung entspricht dem RDS on, beziehungsweise diese Steigung ist 1 durch den Widerstandswert RDS on, dem Einschaltwiderstand. Tatsächlich würden wir, wenn wir reale Kennlinienfelder angucken, sehen, dass hier die Kennlinien in diesem Bereich fast linear sind meistens. Und der zweite Zustand, der uns dann interessiert in der Leistungselektronik, ist hier an der Stelle der Auszustand. Das heißt, hier haben wir Schalterbetrieb aus, gekennzeichnet dadurch, dass jetzt hier kein Strom ID fließt an dieser Stelle und der über dem MOSFET komplett die gesamte Spannung abfällt. Das ist also die Idee, jetzt hier vereinfacht dargestellt, wenn wir eine ohmsche Last schalten. Tatsächlich wird es komplizierter, wenn wir
die dynamischen Vorgänge betrachten und auch ohmsche induktive oder induktive Lasten betrachten. Was einen nicht so sehr interessiert hier, ist dieser Verstärkerbereich. Das heißt, hier schreibe ich mal hin, Verstärkerbereich, uninteressant in der Leistungselektronik. Das ist jetzt nicht ganz korrekt. Tatsächlich wird dieser Verstärkerbereich dann interessant werden, wenn wir Umschaltvorgänge haben. Dann müssen wir den beachten. Das heißt, dass dann der Leistungs-MOSFET auch als an dieser Stelle spannungsgesteuerte Stromquelle arbeitet. Gut, das war das Ausgangskennlinienfeld. Die zweite Kennlinie, die wir an dieser Stelle haben, ist die Transferkennlinie. Oder manchmal auch Eingangskennlinie von diesem MOSFET. Die Transferkennlinie ist der Zusammenhang zwischen dem Strom ID und der angelegten Spannung UGS. Das heißt tatsächlich, wenn wir das betrachten, werden wir irgendwo so idealerweise einen quadratischen bzw. parabelförmigen Verlauf kriegen. Real werden wir das häufig annähern, beziehungsweise ideal werden wir das häufig annähern. Ich male das mal so blau ein durch so eine Knicknäherung, die dann beschreibt an dieser Stelle, wie hängen jetzt der Strom ID und die angelegte Spannung UGS zusammen. Interessant aus Sicht der Leistungselektronik sind hier vor allem zwei Dinge. Das eine ist, wir können anhand dieser Kennlinie mehr oder weniger ablesen, die Schwellspannung UGSTH, Threshold Voltage, als den Wert der Spannung, den wir benötigen, damit überhaupt ein Drainstrom ID fließen kann. Und das zweite ist sozusagen, diese Transferkennlinie gibt uns an, wie groß die Spannung ist, die wir anlegen müssen, um einen gewünschten Strom hier durch den MOSFET führen zu können. Das heißt, tatsächlich gibt diese Transferkennlinie jetzt an, auf welchen Wert der Strom hier in diesem Verstärkerbereich begrenzt wird. Also den minimal benötigten Wert der Gate-Spannung UGS, den wir brauchen, um einen gewissen Strom zu schalten. Das heißt, tatsächlich, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ich brauche hier diesen Strom, diesen Arbeitspunktstrom IAP, kann ich sagen, okay, ich brauche mindestens diese Arbeitspunktspannung UGS-AP. Tatsächlich werden wir Leistungs-MOSFETs häufig mit sehr, sehr großen Spannungen einschalten, dass wir an der Stelle möglichst niedrigen Einschaltwiderstand kriegen können. Eine Anmerkung noch zu dieser Kennlinie, zu dieser hier linearisierten. Wenn wir das angucken, diese lineare Näherung, dann können wir hier noch einen Parameter ablesen, den man manchmal benutzen kann. Das ist diese Vorwärtssteilheit im Parameter GFS. An dieser Stelle definiert jetzt als hier die Steigung in einem gewissen Arbeitspunkt. Wenn wir natürlich diese lineare Näherung haben, nehmen wir an, dass diese konstant ist. Das heißt hier definiert als Delta ID zu Delta UGS in einem Arbeitspunkt, wird jetzt auch abhängig sein irgendwo von der Spannung UDS. Das heißt, tatsächlich ist dieses Kennlinienfeld hier eigentlich Parameterschar, die von der Spannung UDS abhängt. Und wenn wir das jetzt eingeführt haben, können wir jetzt hier sagen, okay, tatsächlich in diesem linearisierten Modell kann man jetzt hier als Näherung angeben, die Gleichung für den Strom ID muss hier dann sein 1 durch GFS mal UGS minus UGSTH. Gut, das waren jetzt diese Kennlinien. Dann wollen wir uns jetzt unterhalten über die statischen Eigenschaften, das statische Modell des MOSFETs und welches die wesentlichen Parameter sind. Zunächst die wichtigsten Parameter, wonach wählen wir den MOSFET aus? Die wichtigsten Parameter, wie bei allen Leistungshalbleitern, sind die maximale Spannung. Hier die Durchbruchsspannung UBR der Drain-Source-Strecke und der maximale Strom, den an dieser Stelle der MOSFET führen kann, ID Max. Das heißt tatsächlich, ist jetzt diese Kennlinie noch nicht ganz korrekt. Wenn jetzt hier an der Stelle die angelegte Spannung überschritten wird, wird hier dieser MOSFET durchbrechen, wobei das an dieser Stelle auch wiederum davon abhängt, wie
die Temperatur ist und so weiter. Das MOSFETs können zeitweise, zumindest einige, im Durchbruchbetrieb betrieben werden. Der Datenblattparameter, der das beschreibt, ist die zulässige Energie, die dann umgesetzt wird, wenn der im Durchbruch betrieben wird. Das heißt, man kann sie kurzzeitig in Anführungszeichen wie Leistungszehner-Dioden betreiben, solange die Energiemenge, die dort umgesetzt wird, vergleichsweise gering ist. Das ist also der eine Parameter, die maximale Spannung, die er sperren kann. Und das andere ist der maximale Strom, ID-Max, den er im eingeschalteten Zustand führen kann. Das sind jetzt die wichtigsten Parameter. Daneben natürlich für den Anwender der Einwiderstand, hier dieser Parameter RDS-ON, den wir geklärt haben. Das heißt, im eingeschalteten Zustand tatsächlich haben wir das Modell, dass wir den MOSFET beschreiben als einen Widerstand. Das heißt, zwischen Drain und Source ersetzen wir den MOSFET im eingeschalteten Zustand durch diesen Widerstand RDS-ON und können dann hier auch die Verlustleistung bestimmen. Man könnte jetzt ableiten, so ähnlich wie bei der Diode. Tatsächlich wird das hier einfacher sein. Das heißt, die Leitverluste, schreiben wir hier hin, bloß die Leitverluste, PD dieses MOSFETs, die werden jetzt folgendes sein. Die werden das Effektivwertquadrat des Drainstromes multipliziert mit diesem Widerstandswert RDS-ON sein. Und dann sehen wir auch hier, wie bei der Diode, wir brauchen diese Kenngröße des fließenden Stromes, hier den Effektivwert, und können dann damit die Leitverluste berechnen. Das sind also jetzt zunächst mal die wichtigsten Parameter und statischen Eigenschaften im eingeschalteten Zustand als Modell ein Widerstand. Jetzt wollen wir noch kurz ins Gedächtnis rufen, dass ein Stromfluss hier möglich ist in beide Richtungen. Das heißt, wir kriegen einen Stromfluss, falls UGS größer ist, oder schreiben wir hier, viel größer ist als die Schwellspannung UGSTH. Das wäre jetzt der nächste, vielleicht wichtige Parameter, UGSTH, der abhängt von dem konkreten MOSFET, typisch so in dem Bereich zwischen 1 bis 4 Volt, wo es spezielle Typen gibt, sogenannte Logic Level MOSFETs, die niedrigere Spannungswerte haben. Und wenn wir diesen Wert jetzt deutlich überschreiten, kriegen wir einen Stromfluss in beide Richtungen. Das heißt, ID kann entweder größer als 0 sein oder ID kann kleiner als 0 sein, abhängig von der angelegten Spannung UDS sind beide Zustände möglich. Und dann als letztes, der MOSFET ist nicht rückwärts sperrfähig. Was bedeutet das? Wir haben uns angeschaut, dass der Leistungs-MOSFET diese Inversdiode hat, und deswegen haben wir die Eigenschaft, dass für UDS 0 oder für UDS kleiner 0 an dieser Stelle ein Strom über die Diode fließt. Das heißt, hierfür für UDS kleiner 0 haben wir das Verhalten einer Diode für negative Drain-Source-Spannung. Das waren jetzt die wesentlichen statischen Eigenschaften des Leistungs-MOSFETs. Wir wollen uns jetzt noch eine Sache angucken, und zwar die sogenannte Safe Operating Area, beziehungsweise das Diagramm für den sicheren Arbeitsbereich. Was bedeutet das? Das ist hier mal dargestellt als ein Datenblattauszug. Die Safe Operating Area beschreibt den Bereich, in dem der MOSFET arbeiten kann, bezüglich seiner Größen, Drainspannung, Drainstrom und aber auch der Verlustleistung, ohne dass er zerstört wird. Das ist also sozusagen das Wesentliche. Das heißt, diese Safe Operating Area ist in der Leistungselektronik dahingehend interessant, dass insbesondere für die Schaltvorgänge, bei denen bei induktiv geklemmten Lasten gleichzeitig hohe Ströme und hohe Spannungen auftreten, man daraus ableiten kann, okay, überlebt der MOSFET diesen Schaltvorgang oder überlebt den nicht? Und man muss natürlich den MOSFET entsprechend auslegen, dass er an dieser Stelle nicht zerstört wird. Was zerstört den MOSFET? Das ist im Regelfall die Zunahme der Sperrschichttemperatur. Wenn diese zu hoch wird durch den Eintrag der Verlustleistung, dann wird sozusagen der MOSFET die Fähigkeit verlieren, eine Spannung zu sperren und sich weiter erhitzen, und dann endet er sozusagen als leitfähiger Klumpen. Eine schöne Eigenschaft beim Leistungs-MOSFET ist, er kann kurzzeitig mit fast der maximalen Spannung und dem maximalen Strom gleichzeitig belastet werden, in gewissen Grenzen. Das ist insbesondere für Schaltvorgänge interessant, bei induktiv geklemmten Lasten, die häufig in der Leistungselektronik vorkommen, weil genau dort werden wir den Fall haben, dass wir sehr hohe Spannungen und sehr hohe Ströme gleichzeitig haben. Aus diesem Diagramm können wir dann ablesen, ob
sowas zulässig ist. Tatsächlich hat dieses Diagramm jetzt drei Grenzen mehr oder weniger. Wir haben auf der einen Seite den Wert der Durchbruchsspannung, UBR. Das heißt, das ist diese Grenze hier. Die beschreibt jetzt hier an der Stelle, zum Beispiel bei diesem MOSFET, dass wir eine Spannung von 500 Volt nicht überschreiten dürfen, ansonsten bricht der durch. Wobei, wie gesagt, kurzzeitig ist das zulässig, wenn die Leistung, die dabei eingetragen wird, nicht zu groß ist, begrenzt es dann auf diese Durchbruchspannung. Der zweite Wert, durch den an dieser Stelle die Safe Operating Area begrenzt wird, ist der maximal zulässige Drainstrom. Das heißt, das ist diese Grenze hier oben an dieser Stelle. Können wir jetzt ablesen, hier 10, 20, 30, 40, ja, also zwischen 40 und 50 Ampere kann dieser MOSFET hier maximal an Strom führen. Und die dritte Grenze sehen wir hier in diesem Bereich sozusagen diese unterschiedlichen Grenzen, die hängen jetzt ab von dem Verlustleistungseintrag. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Grenze, falls sozusagen gleichzeitig, falls der MOSFET nur eine Mikrosekunde mit Strom und Spannung gleichzeitig belastet wird, falls er 10 Mikrosekunden mit Strom und Spannung gleichzeitig belastet wird und so weiter. Bis hier in den Gleichstromfall haben wir also hier die Grenzen, die abhängig sind von der maximal zulässigen Verlustleistung. Wie muss man sich das vorstellen? Tatsächlich Strom- und Spannungsverläufe oder der Verlauf der momentanen Verlustleistung P von T nimmt man hierfür an, dass wir hier sozusagen einen Wert kriegen, so an dieser Stelle, wo wir auf den Maximalwert gehen, für eine gewisse Zeitdauer TP und dass sich danach das Bauelement wieder vollständig abkürzen kann und das abkühlen kann. Und das beschreibt sozusagen diese Kurve, wie lang darf hier gleichzeitig an dieser Stelle diese Momentanverlustleistung auftreten, ohne dass die Sperrschichttemperatur überschritten wird. Jetzt noch eine Sache, eine letzte Anmerkung hier. Tatsächlich sehen wir jetzt, hier ist ein Kennlinienast, der nicht direkt beschrieben werden kann, sozusagen durch diese Grenzen. Dieser Bereich hier, warum jetzt hier diese Grenze niedriger ist, das heißt, warum zum Beispiel der MOSFET bei niedrigeren Spannungen auch bloß niedrigere Ströme in Anführungszeichen führen darf, ist eigentlich keine harte Grenze, sondern ist letztlich bloß das Ohmsche Gesetz. Das heißt, hier haben wir eine Grenze durch den RDS-ON des MOSFETs. Was bedeutet das? Tatsächlich wissen wir hier, wenn wir das betrachten, Ohmsches Gesetz, der MOSFET verhält sich wie im eingeschalteten Zustand wie ein Widerstand. Ich habe hier die Spannung UDS, es fließt ein Strom ID, der Widerstandswert ist RDS-ON. Und tatsächlich gilt natürlich das Ohmsche Gesetz, UDS an dieser Stelle ist ID mal RDS-ON. Beziehungsweise, wenn wir das jetzt auflösen, können wir hier sagen, ID muss immer kleiner sein als UDS geteilt durch RDS-ON. Ich kann keinen größeren Strom fließen lassen als der durch die Drain-Source-Spannung und den Widerstandswert RDS-ON vorgegeben wird. Deswegen nimmt hier sozusagen bei kleiner werdender Spannung UDS an dieser Stelle auch der in Anführungszeichen zulässige Drain-Strom ID ab. Ist einfach dieses Ohmsche Gesetz. Das ist also die Safe Operating Area, der sichere Arbeitsbereich, der definiert, wie wir unseren MOSFET betreiben dürfen, ohne ihn zu überlasten.